Hallo und willkommen zurück zu Flinks spielt die Legende von Grimrock 2. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen in der Kanalisation rumgetrieben und nun werden wir in die Kloake abtauchen. Weil unter Wasser geht hier und man könnte ja irgendwas verpassen. So. Das war die Wand. Was hatte ich noch im Hirn, dass ich da langlaufen kann? Das mache ich jetzt von der anderen Seite auch nochmal. Genau. Ups, wusste ich doch. Okay, Lederstiefel ist nicht ganz das. Aber was erwartet man auch schon in der Kanalisation? Müll. So, dann das hier haben wir. Dann bin ich hier auch lang gelaufen. Dann machen wir erstmal hier oben noch weiter. Und das da interessiert mich auf alle Fälle, weil da ist eigentlich ein Kopf an der Wand und darunter ist aber Wasser eingezeichnet. Gut, dann. Das ging erstmal ein bisschen schneller. So, und dann machen wir den kurzen Gang hier. Ja, ich sag doch kurzer Gang, da brauche ich nicht so lange gegen die Wand laufen seitlich. Gut. So, dann. Das ist garantiert immer noch hell, ja. Gehen wir einmal hier lang ab. Da haben wir. Ui! Da geht das unten durch. Komm her. Jetzt ist das zu lange gebraucht. Hier habe ich komplett ein Gitter eingezeichnet, aber das sieht so aus, als ob es da durchgeht. Da ist ja auch noch was hinter. Und wo ich nicht wusste, wie ich hinkomme, aber wenn ich natürlich unten durchtauchen kann. So, dann machen wir erstmal das fertig. Ja, hier ist die Leiter, die andere. Und da komme ich tatsächlich durch. So. Ist eine Leiter zu der Brücke hoch. Du hast noch Käse, du darfst noch Käse essen. Genau, ich wusste doch, ich habe da noch eins aufgesammelt. Wo fehlt mir da die Leiter? Gut. Ach, die geht nach unten. Okay. Und dann geht's da drunter wirklich weiter. Zu wenig hoch. Nochmal hoch. Gut. Ui, das sieht hübsch aus. So, den Hebel habe ich gemacht. Dadurch ist was aufgegangen und dann bin ich da gelandet und. Okay. Ein Geheimnis. Es läuft erstmal nichts drin rum. Nee. Dir den Sack gegeben? Nee. Du solltest ihn nicht kriegen. Du hast den Sack bekommen. Das ist mal
Maler. Oh, eine Vitalitätstrank und ein paar Giftbomben, die hier reinkommen. Vitalität. Du hast 145 Leben und 17 Vitalität. Du bist noch ein bisschen knapp und hast nur 72. Du hast ordentlich. Du hast ordentlich. Komm. Bringen wir mal unserem Zauber ein bisschen ein paar Punkte dazu. Gut. Ich muss irgendwann auch mal wieder ausmisten. So, einmal ein bisschen rumlaufen. Okay. Okay. Na, noch ein paar Lockpicks. Yep. So, dann haben wir hier auch nochmal Wasser. So, einmal andersrum laufen. Gerade wenn ich so an den Wänden lang laufe, dass ich da nicht so viel erzähle, liegt auch ein bisschen daran, dass ich mich besser konzentrieren kann, wenn ich nicht nebenher rede. Oh je. Goldener Schlüssel. Es gibt definitiv zu wenig goldene Schlüssel in diesem Spiel. Oh, ist auch noch ein Leiter. Gut. Ah, hier könnten wir auch nochmal sammeln gehen. So, da ist nix. Ein Gitter, was wahrscheinlich aufgeht, wenn ich deinen goldenen Schlüssel benutze. Genau so, und da liegt was Hübsches. Und das will ich haben. Okay. Dick. Da sind jetzt aber keine Leerzeichen zwischen. So. Jetzt habe ich hier ein schickes Geheimnis und kann nichts anfangen, weil ich keinen goldenen Schlüssel mehr habe. So. Jetzt alles? Nee, hier hinten war ich noch nicht. Das mache ich erst, bevor ich da durchgehe. Gucke ich hier hinten, vielleicht ist da auch noch ein Durchgang. Solange die Wassermenschen mir nicht hier hinterher krabbeln, muss ich scheinbar nicht tun. So. Und wo ist mein goldener Schlüssel hier? Na toll, hier komme ich nicht durch, aber ich habe einen Heiltrank zum... wo bist du hin? Da. Ich weiß, ich bin im Ersticken.
Heiltrank zum Zeugs ganz machen, wenn ich mal wieder irgendwelche Wehwehchen habe. Und noch eine Blitzbombe. Und den runter muss ich nicht. So. Zwei Möglichkeiten. Du solltest was essen. Das ist das allererste. Habe ich noch so eine hübsche Frucht, wie ich die letzten festgestellt habe? Nö. Dann kriegst du jetzt Brot. So. Das war der, das war der. Das habe ich noch nicht gelöst. Da brauche ich das noch. Da war ich noch nicht, aber da komme ich wahrscheinlich darüber hin. Das ist die Abkürzung. Das ist Reservoir. Das schreibe ich mal schnell hin. So, mache ich jetzt erst das oder erst, also erst hier oben das, oder gucken wir mal, was da meint. Ich glaube, wir gucken mal, was da meint. Achtung, bitte hier nicht reingehen, alles auf eigene Gefahr. Da muss ich lang. Hört sich interessant an. Und wenn man was auf eigene Gefahr macht, dann findet man da immer schicke Sachen. Sage ich jetzt mal einfach so. Gut. Ja. Schlüssel, okay. Platte, Tür zu. Umbringen, Schlüssel holen. Ja. Okay, aber was hast denn du da bitte um dein Dings hängen? Aua! Bist du irre hier? Doch mal bitte auf deine eigenen Leute. Nein, ich will da jetzt nicht von dir gehauen werden. Okay. Ah, toll. Mach doch bitte erstmal die ganzen Ratten hier tot. Das mag ich gar nicht, wenn du mich hauen, schießen, Dingenskirchens willst. Ah, toll. Ja, ich weiß, das ist jetzt ganz schlecht. Weg, 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 weg. Du hast noch ein... Wupp. Da ist er, da ist er. Und ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Du hattest noch einen Heiltrank. Aber du müsstest eigentlich auch noch einen haben. Nein, du hast den Heiltrank für... den. Ah, du hattest auch noch einen. Sau, weg hier. So, jetzt müssen wir, glaube ich, bloß noch den da machen, der mich die ganze Zeit totschießt. Wo bist du? Da bist du. Na toll. Schießt er so schnell oder tut er bloß so? Schießt tatsächlich so schnell. Ah, super toll.
ich noch einen so einen hübschen Trank? Nee, ich habe aus einmal einen gebaut. Wo bist du? Na, da wollte ich nicht rein. Nicht alle auf einmal. Also eigentlich könnte ich ja noch nebenher. Wo läufst du? Da läufst du. Ah, du hast eine Kopfverletzung. Ehrlich? Das ist jetzt ein bisschen Hupsa. Okay. Da bist du. Du bist aber auch eine fiese, eklige, große Ratte. Ich hätte ja gerne auch eine Konzentration vorher gehabt. Na toll. Komm her hier. Na toll. Ich sollte schon aufpassen, was ich tue. So schnell, sonst würde ich ja auch mal mit meinem Kämpfer draufhauen. Genau das meinte ich damit. Halt, das war. Warum läufst du immer so weit? Uff, tata. Das war ressourcenintensiv. Ach nee, einen Heiltrank machen wir bitte noch für die arme Marianne. Aber geschafft. Und geschafft ist die Hauptsache. So, du kriegst einmal kritisch, nicht? Genau, kritisch meinte ich, nicht Konzentration. Lieber Flings, einmal kritisch. Nimm. Du solltest einmal
das Ding trinken hier. Ah ne, das kleine hier, das reicht ja. So, was machen wir mit dir? Ja, was haben wir denn noch Hübsches? Frostschild, na. Lichtblitz. Luftmagie 4. Ich habe schon Luftmagie angefangen. Okay, kriegst du Luftmagie dazu. So, die Waste. 80 Energie. Okay. Ein sehr starker Angriff, der genug Schaden macht, um selbst die stärksten Feinde tot zu hauen. Okay, 80 Energie, sagt er. Mir fehlen 5 Energiepunkte. Ich glaube, ich weiß, was ich dagegen tun kann. Genau. Du kriegst jetzt ganz einfach, auch wenn das ein bisschen doof ist erstmal. Und den nächsten Willenskraftpunkt, obwohl, nee, du sollst mal nicht so viel essen. So, hier ist der tot gegangen und der hat tatsächlich eine Handkanone. Ja, dass du langsam bist, das kann ich mir gut vorstellen. Handkanone. Eine Feuerwaffe. 40 bis 120 Schaden. 6 Sekunden. Braucht 4. Und kriegt Big Shot. Aha. Das könnte sein, dass der gemacht hat, mit mir immer zurückschießen. Und du wiegst. Und du wiegst. Du wiegst. Glatte 15 Kilo. Okay. Stärke plus 1, das wäre schon mal was. Das bringt zumindest 3 Kilo mehr Tragkraft. Jetzt mal ein bisschen Fisch. Das sind meine Rezepte. Vielleicht muss mit 1 der 4 Elementen. Das könnte man irgendwann mal ausprobieren. Gut, dann. Nee, du trägst keine Bomben. Du kriegst mal die Kanone. Keine Munition. Kanonenkugel. Ja, okay, kann ich verstehen, aber die wiegen garantiert auch noch mal ein Kilo. Mann, 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 Mann. Gut, der Sack mit den Bomben. Der Sack mit den Bomben. Echt ein bisschen schwierig. Ich muss irgendwie mal zurück zu Dings, aber wir wollen erstmal ein bisschen noch hier aufräumen. Ein Schlüssel. Der dann wahrscheinlich hier passt. Was haben wir hier? Eine Wurfaxt. Ja, wenigstens habe ich eine wieder. Das ist schon mal ein bisschen was. Auch ein Wurfmesser. Vitalität. Du kannst sie tragen, also kriegst du jetzt einfach Vitalität. Und noch eine Kanonenkugel. Und noch ein Wurfmesser. Die kriege ich garantiert auch nicht wieder. Und noch ein Schlüssel. Ah, cool. Habe ich damit die Abkürzung auf oder? Mache ich damit. Dann sind das nämlich doch keine Eisenschlüssel, die ich da brauche, sondern diese.
Neda Brigantina, ja, du bist jetzt auch langsam. Ey, noch ein Schädel. Skull Snatcher freigeschaltet. 6, 7, 8 Schädel gefunden. So, jetzt habe ich, glaube ich. Ja, jetzt bin ich einmal quer rum. Einmal mal gucken, ob ich hier noch irgendwas rumliegen habe. Ja, ich wusste doch, ich habe irgendwie noch Schuhe gesehen. Machen den Schuhe. Schuhe machen Schutz 1. Okay. So, da irgendwas Hübsches an den Wänden. So, wo war mein Ausgang, Eingang? Hier war mein Ausgang, Eingang. So, da hatte ich nicht geschaut, weil da bin ich dann gleich zum Kampf gegangen. Bin mal gespannt, ob ich den Endkampf, wenn es denn dann einen Endkampf gibt, überhaupt überlebe, wenn ich die ganzen Kristalle schon wegverbrauche. Schlimmstenfalls muss ich irgendwann mal ganz viele Schritte laufen, um ganz viele Nekromantentränke herzustellen. Oder ich finde noch ganz viel von dem Moos, mit dem ich die Dinger machen kann. Gut. So. Da. Die Abkürzung. Wo geht die Abkürzung hin? Wasserreservoir? Abkürzung? Abkürzung hört sich erstmal gut an. Ich will am liebsten zurück zu meinem Lager. Okay, ihr seid da noch hinten. Gut. Es kann natürlich auch einfach die Abkürzung hierhin sein. Wird erstmal speichern, weil ich habe einen Rattenboss erledigt. Dann mache ich jetzt doch die Abkürzung auf. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist eine Abkürzung nach oben. Oh. Cool. Oder nicht cool. Oder der passt da einfach nicht. Okay. Da passt er. Aber das ist jetzt, glaube ich. Fischi, 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 Fischi. Ja, das geht da irgendwie. Ach, da komme ich hin. Ne. Ich muss erstmal Zeugs loswerden. Da hilft gar nichts. Aber hier werden wir dann weitermachen. So. Aber ein bisschen Abkürzung gibt's ja. So halb wenigstens. Einmal können wir alle nochmal heilen. Und dann gehen wir hier lang. Gut, selbst wenn man belastet ist, kriegt man auf einem normalen Sprung keinen Schaden. Das ist schon mal gut. Ja. Und da bin ich jetzt natürlich so gar nicht da, wo ich hin will. Das wollte ich zumachen.
Da muss ich hin. Ist da ein riesenlanger Weg, oder? Ah, schaffe ich das, so beladen wie ich bin, schnell genug durch? Ja, mal sehen. So. Ja, nicht ganz. Aber fast. Ja. Das heißt also, wenn ich nicht beladen bin, dann müsste ich die Strecke ohne weiteres schaffen. Das ist definitiv ein schnellerer Weg zum Hub, als wenn ich das jetzt da überall langlaufen würde. Noch schneller wäre es natürlich, wenn ich in diesem kleinen Hamlet das Ding gefunden hätte schon, aber ich glaube, das ist wenn dann oben. So, ich habe hier Schriftrollen. Schriftrollen habe ich, glaube ich, auch welche, die ich nicht mehr brauchte. Ja, das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. Und das ist noch okay. Das, die beiden habe ich nicht. Ja, okay, das reicht. So. Alles, was ich nicht brauche. Das Ding brauche ich nicht. Das ist Essen. Essen kommt in den Essenssack. Das packen wir auch weg. Na, hat irgendwer noch keine Schuhe, richtiger? Du hast schon welche. Du hast genau die gleichen. Und, ups. Nee, ich behalte mir die Vitalität, das passt schon. So, das heißt, die können wir wegschmeißen. Das packen wir mal dahin und dahin. Komm her, hier. Die Schuhe darfst du abgeben. Die Sewing Knives. Wo hatte ich hier nochmal welche, genau? Aber nicht da, sondern... da. So. Schicke Waffen packe ich mal noch hier hin. Die will ich vielleicht nochmal irgendwann haben. Den vielleicht auch. Das ist ein Essenssack. Den nehme ich lieber mit. So, was hast du noch? Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht mehr. So, da wollte ich immer noch mal gucken. Was hast du eigentlich für einen Stab? Energie 5, Willenskraft plus 1. Und der macht Energie plus 25, Vitality plus... 2 Konzentration habe ich, dann können wir den auch wegpacken. Ja, passt. Oh, da kann ich auch, das hat keine Ladung, das ist schön, dann kann ich nebenher auch noch Dinger machen. So, du wirst hier ein bisschen komplizierter. Ach nee, erstmal packen wir den auch hier mit hin. Und wir machen noch ein bisschen nicht. Und den brauche ich nicht mehr. Ihre Säcke sind eigentlich ganz gut. Einfach um Platz zu schaffen. So. Die nehme ich noch mit auf alle Fälle. Den nehmen wir mal hier oben hin. Vielleicht benutzen wir den nochmal. Gut. Du bist ziemlich beladen.
Du hast zwei Fackeln dabei für Notfälle. Den und deine Sprüche. Und die Steine, okay. Den können wir auch mal wegpacken. Die noch die, die, genau, die hat noch die Unterwassersachen an. Zu machen. So. Den nehme ich noch auf alle Fälle mit. Der kommt dahin. Und du hast jetzt, glaube ich, die Bomben, genau. Dann behältst du die jetzt auch. Das brauchen wir nicht. Was hast du eigentlich an? Achso, du brauchst für die Dinger brauchst du schwere Rüstung. Das hast du nicht. Dann packen wir die noch dazu. So, halb beladen. Na, du bist schon ziemlich voll beladen, aber das passt. Nee, die zweite Schaufel, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Schädel, Bomben, Essen, leer. Essenzen, Powersteine, Beschwerungszeugs, Rätsel, leer, Zaubersprüche, Tränke, Tränke. Essen, schießen, schließen. Gut. So. Da drüben müssen wir hin. Da müssen wir hin. Wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin? Wir können uns dahin teleportieren und dann quer darüber. Das ist natürlich auch wieder keine Leiter, da ist eine Leiter. Aber wir sind jetzt nicht belastet. Gut. Ich glaube, das war richtig. Ja. Einfach muss ich mir das mal merken. Aber ich werde hier umschalten. Ich glaube, die Kanonenkugel hebe ich mir für besondere Dinge auf, weil ich denke mir, die Kanonenkugeln werde ich auch nicht wiederbekommen. Wobei die natürlich einen ganzen Zacken besser, einfacher sind als... So, darum gehen wir mal. Das geht schneller. Wiederzufinden und die sind ja auch nicht, obwohl das ist ja auch alles schwarz. Nein, wir gehen mal nicht den Realitätsweg, sondern wir sagen einfach, wahrscheinlich sind die weg. Und deswegen möchte ich die zumindest beim ersten Mal auch irgendwo... Ja, ich weiß, du bist da, du böses Viech. Wo war die Treppe? Da. Na. Knapp, aber auch bloß, weil ich mich verlaufen habe und nochmal durchs Dings schauen musste. Auf die Karte schauen musste. So. Ja. Wie, jetzt bin ich so lange rumgelaufen und du bist noch nicht wieder aufgeladen? Das ist ja ein Ding. Lädst du dich bloß auf, wenn ich im gleichen Gebiet bin? Ah, da haben wir noch so ein Feuerviech, was mich explodieren lassen will. Das ist nicht nett. So, wieder ein bisschen ranzoomen. Nee, da bin ich doch vollkommen falsch. Was mache ich denn hier? Jetzt sind wir fast richtig. Gut, dann beende ich hier die Episode und würde mich freuen, wenn ihr weiterschaut, wenn ich weiter die Legende von Grimrock 2 spiele. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.